Programmieren mit Bluebot über die Programmierleiste. Hier wird der Bluebot nicht mehr über die Tasten programmiert, sondern über eine Programmierleiste, in die Befehlskarten gelegt werden. Die Programmierleiste wird auch über ein USB-Kabel und ein USB-Ladegerät aufgeladen. Mit diesem USB-Kabel kann man auch mehrere Programmierleisten zusammenkoppeln, um längere und komplexere Programme zu legen. An- und ausgeschaltet wird die Programmierleiste auf der Rückseite. Dort gibt es auch einen Schalter, um den Ton an- und auszuschalten. Drückt man auf den blauen Knopf, wird die Programmierleiste mit dem Bluebot über Bluetooth verbunden. Sind beide Geräte gekoppelt, leuchtet der Bluebot kurz blau auf und die blaue LED leuchtet durchgängig. Jede Karte steht für einen ganz konkreten Befehl oder eine Anweisung, zum Beispiel ein Schritt vorwärts, ein Schritt rückwärts. Die Karten können im Hochformat oder im Querformat verwendet werden. Das ist die Drehung nach rechts und die Drehung nach links, jeweils um 90 Grad. Unten ist, wo das Logo oder das kleine Foto vom Bluebot abgebildet ist. Der Bluebot soll zum Vorfahrtbeachtensschild fahren. Dafür brauchen wir 2 Schritte vorwärts. Los geht's, wenn wir auf den grünen Knopf drücken. Das Programm wird gelesen, an den Bluebot gesendet, der die Bewegung ausführt. Hier lag die Programmierleiste jetzt quer. Die Kärtchen werden mit der Logo-Seite nach oben gelegt. Verwenden wir die Programmierleiste im Hochformat, ist die Seite der Karten sichtbar mit dem kleinen Bluebot in der rechten unteren Ecke. Der Bluebot soll nun zum Stoppzeichen fahren. Oh, die blaue LED ist aus. Wir müssen die beiden Geräte nochmal koppeln. Wird die Bluetooth-Verbindung nicht hergestellt, hilft es, den Bluebot einmal an- und auszustellen. Falls das dann auch noch nicht funktioniert, einfach auch mal die Programmierleiste an- und auszustellen und die beiden Geräte erneut zu koppeln. Jetzt hat's funktioniert. Den grünen Knopf drücken und los geht's. Drehung nach links, ein Schritt nach vorne, noch ein Schritt nach vorne. Und noch ein Schritt nach vorne. Der Bluebot ist angekommen. Wir wollen das Programm verlängern. Jetzt soll der Bluebot vom Vorfahrtsbeachtensschild über das Stoppschild bis zum Hauptstraßenschild. Dazu ergänzen wir die Karten mit den Anweisungen Drehung nach links und ein Schritt vorwärts, Drehung nach links und noch ein Schritt vorwärts. Jetzt muss der Bluebot zurück zum Ausgangspunkt. Und los geht's. Drehung nach links. Ein Schritt vorwärts. Die rote LED leuchtet neben dem aktuellen Befehl. Noch ein Schritt vorwärts. Der nächste Schritt vorwärts. Achtung, Drehung nach links. Ein Schritt vorwärts. Wieder Drehung nach links. Und der letzte Schritt vorwärts. Und damit hat der Bluebot einen konkreten Weg von A nach B Schritt für Schritt zurückgelegt.